Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen jetzt mit der Ligue A und da haben wir unseren Sidibe als neuen Spieler, den wir testen. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt unsere Abschlusschancen besser nutzen. Das haben wir eigentlich in den letzten beiden Spielen nicht so gut gemacht. Zu häufig versucht, flach zu schießen ins lange Eck. Ich glaube, da kann man auch einfach sehr gut und oft normal schießen. Deswegen, da war auf jeden Fall mehr drin. Im letzten Spiel mussten wir uns halt bis ins Elfmeterschießen dann quasi kämpfen, weil wir einfach vorher das Tor nicht gemacht haben. Und das soll mir dieses Mal hoffentlich nicht passieren. Von daher, Konzentration. Dann nehmen wir halt weiß, wenn er unbedingt schwarz nehmen will. Sind wir doch gar nicht so. Oh, auch ein Frankreich-Team mit einem Mix von Premier League drin, also unserem ähnlich, aber insgesamt schlechter natürlich. Ach, Bundesliga ist auch drin, sehe ich gerade mit Coman. Und ja, schauen wir mal. Ich hoffe, wir sind nicht nur auf dem Papier die bessere Mannschaft, sondern auch auf dem Feld. Schön gemacht von Gonalons. Aber er hat auch Fake hier. Schön gesehen. Sehr gut von Gonalons. Schade. Das ist ein Foul. Knapp. Oh, da hatte ich kurz Angst. Da habe ich halt schlecht antizipiert, wie der Gegner da rumstolpert. Aber ich denke, das kann man auch nicht antizipieren. Schade. Oh, zum Glück. Das war einfach nur Pace von Coman. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass sich der Aurier so abkochen lässt. Ganz merkwürdig. Schöner Pass auf Ribéry. Bitte. So, Gonalons vielleicht mit dem Kopfball. Das war eine Ecke, okay. Oh! Krass, wie da Begovic noch hält, ohne Scheiß.
ein Foul an Lacazette, wie es aussieht. Oh, der Pass war einfach viel zu schwach gespielt. Den hatte Gonalons schon. Ratti spitzelt ihn raus, aber es reicht nicht. Haben wir wieder rausgespitzelt. Oh, pass ihn doch direkt. Sehr anstrengendes Spiel bisher. Schnelles Spiel vor allem. Muss ich wirklich noch einen Tick zulegen, wenn ich hier als klarer Sieger rausgehen will. Sieht Diebe auf der falschen Seite, aber so lange am Ball holt. Was? Könnte der da als letztes dran gewesen sein? Danke, dass du die Seite komplett offen lässt. Auch je hat einen mega krassen Körper. Keine Ahnung, wie er sich da durchsetzt. Die hat er wieder Glück. Elfmeter. Sorry, aber das ist ein klarer Elfmeter. Puh, den machen wir dieses Mal bitte. Mich einfach umrennt. Von Fekir rausgeholt, sehr schön. War auch wieder relativ hoch aufgezogen und nicht so weit nach oben. Was ist denn da los? Stehe ich gerade nicht so richtig. Ich habe echt das Gefühl, dass der Pfeil jetzt irgendwie mehr aufgezogen werden muss. Guckt mal an hier. Halb hoch und er war doch nur relativ weit oben, der Schuss. Also der Pfeil. Naja, egal. Tor ist Tor und ehrlich gesagt, ich bin richtig froh, dass wir hier einen Elfmeter bekommen haben. Ich meine, es war auch ein verdienter Elfmeter. Geht der Gegner halt viel zu ungestüm rein. Aber es lief halt bisher echt nicht so krass im Spiel nach vorne. Und jetzt macht er vielleicht einen Tick mehr auf. Also es könnte uns halt sehr entgegenkommen. Komm, wir machen sinnlose Tricks und verlieren den Ball. Haben aber so viel Glück, dass wir den dann trotzdem wieder haben. Traumtor Player! Traumtor Player! Was geht denn, Jungs? Was geht denn? Was geht denn? Was geht denn? Was geht denn? Er macht ihn flach mit der Hacke ins lange Eck. Es klappt halt echt so selten, dass er mal mit der Hacke ein Tor machen. Aber das war auch gut rausgespielt, würde ich sagen. Natürlich habe ich gehofft, dass Player mit dem Gesicht zum Tor steht, als ich auf Schießen gedrückt habe. Aber er macht ihn rein. Nice. Ja, und jetzt hat er wahrscheinlich keinen Bock mehr. Ich meine, es ist auch ziemlich bitter, ersten Elfmeter, den er vielleicht so nicht unbedingt haben wollte. Und dann halt direkt noch das 2-0. Also es ist, ja, von einem sehr ausgeglichenen Spiel zu einer klaren Führung. Es ist natürlich hart für den Gegner. Vor der Halbzeit, logisch wichtiger Zeitpunkt. Nice. Aber in der Kombination betrachtet ist jetzt zumindest die Führung nicht unverdient. Das 2-0 ist schon ein bisschen zu hoch. Aber die Führung geht okay. Sehr gut. Ich spiele halt wieder mal einen normalen Pass, dann macht einen Laufpass drauf. Ich komme nicht drauf klar, aber egal, wir führen 2-0. Oh! Gefährlicher, als ich gedacht habe, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass er so flach kommt. Dann hätte er noch mehr aufziehen können. Ist halt blöd, dass Palois, der Innenverteidiger, da den Ball hat, aber was soll ich machen? Auf jeden Fall auch sehr viele Aufbaufehler. Palois spitzelt den Ball raus, aber leider wieder beim Gegner.
Distanz, Schuss. Kommen sogar noch zum Schießen mit Verratti, aber der Pass von Ribéry war halt ein Tick zu lang. Das war das Problem. Richtig geil gemacht von Varane. Einfach den Körper reingestellt. Oh, ich wollte eigentlich eins weiter rüber auf Ribéry spielen. Krass, wie viel Ausdauer er noch hat. Man muss dann scheinbar nicht so viel rennen in dem Spiel. So, Sidibe, wie gesagt, schnell, mega viel Ausdauer. Gar niemand. Sehr schön von Maran. Oh, ich wollte wieder auf Fick hier weiterleiten. Fuck. Naja, also nur über die Pace. Es hat einmal mit einem blöden Flanke geklappt, aber nochmal machen wir das bitte nicht. Boah. Was macht ihr denn hier? Player, Player, Player. Wenn du in die Gasse spielst, wo Lacazette langläuft, wird der Pass richtig geil. Ah, Gegner ist, glaube ich, komplett... Okay. Ich weiß nicht, ob er jetzt abgebrochen hat, aber ich glaube, der Gegner hat einfach gar keinen Faden mehr gefunden. Also er war vielleicht auch zu emotional aufgeladen. Das sah zumindest danach aus. Hätte mir auch passieren können. Ich meine, so ein blöder Elfmeter. Es war so ein verdienter Elfmeter, aber es kann auch sein, dass er da gar nichts gemacht hat. Dass es einfach ein Spieler von ihm war, den er nicht gesteuert hat. So ein blöder Elfmeter, dann gibt direkt noch so ein freches Hackentor. Das würde mich auch aufregen. Okay, das eine wird dich als Vorlage gewertet mal wieder. Sehr schön. Gut, Spiel gewonnen, sehr schön. Und jetzt machen wir direkt noch eins mit denen. Und Sidibe, erster Eindruck, sehr gut. Aber seine Werte sind halt auch einfach genial. Warum soll der auch scheiße sein? Von daher, mal kurz gucken, ob alles passt. Jo. Hoffe, dass ich im nächsten Spiel besser durchkomme, weil bis auf das 2-0 war es echt ein sehr haariges Spiel. Nee, das spiele ich nicht. Dunkelrot gegen Schwarz, sorry, aber da habe ich keinen Bock drauf. Ich verstehe auch nicht, warum man das Trikot nochmal wechselt. Das sieht doch gut aus. Nein, Weiß gegen Rot ist mir auch zu hell. Hätte ich halt Schwarz genommen, also hätte ich lieber Schwarz-Rot dann gespielt, aber ich verstehe nicht, warum die das wechseln, wenn die Trikots schon perfekt passen. Und ich habe halt einfach keinen Bock, meine Augen anzustrengen. Ich weiß, wenn es nicht 100% passt, das stört mich dann einfach im Spiel. Und das muss ja nur nicht sein. Weekend League ist halt auch wichtig. Und ich quitte ja schon nicht aus irgendwelchen anderen Gründen, aber ich kann ja wenigstens gute Trikots verlangen, oder? Deutscher vielleicht? Ziemlich durchschnittliches Team, also erstmal kein krasses Team, aber ich hoffe mal, dass... Und er hat auch einen MS als Stürmer von drin, Firmino, aber ich hoffe mal, dass er... Oh, der wird wahrscheinlich ziemlicher Trickser und Trippler sein, fällt mir gerade so ein. Also es könnte ein anstrengendes Spiel werden. Ich hoffe mal, dass er spielerisch nicht so gut ist. Er macht zumindest schon mal eine Schusstäuschung. Ja, das soll halt einfach schon mal eher passen und dann wäre das alles ganz anders gekommen. So wird mir jetzt gerade, denke ich, eine gute Kontermöglichkeit geklaut, weil er irgendwie den Pass nicht hinbekommt. Schlechte Annahme von Fekir hier. Kein guter Abstand ins Spiel.
Schade. Tego Island mit seinen Monsterreflexen und Hecht werden. Er hat halt eine schlechte Stelle im Spiel, das kann man manchmal ausnutzen. Auf jeden Fall das Gefühl, dass der Gegner ziemlich defensiv steht. Oh! Was für ein krankes Tor schon wieder von Lacazette. Was für ein unglaublich krankes Tor von Lacazette. Als ich abschließe, denke ich so, scheiße, du bist noch nicht richtig ausgerichtet, der Winkel ist mega krank und was macht er mit seinem schwachen Linken, drei Sterne auf dem schwachen Linken, ihn perfekt ins lange Eck schießen. Ach du Scheiße, was für ein gestörtes Tor, ey. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und es war auch wieder kein straffer Pass, sondern ein normaler Pass. Ich muss mir echt angewöhnen, wenn die Spieler nicht so weit wegstehen in der Box, dass ich einfach normale Pässe spiele und keine straffen. Die kommen einfach dann viel besser, logischerweise. Was für ein geiles Tor. So, jetzt steht er aber offensiv, oder? Weil wir haben jetzt hier... Ach du Scheiße, was macht denn der? So, jetzt bitte aber auch das Ganze nutzen. Scheiße. Nein! Oh, hab ich ein Glück. Das war halt so ein richtig, richtig dummer Fehler im Spielaufbau. Der darf halt nie kommen. Nie, 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 nie. Scheiße. Wurde es leider zu eng für Verratti? Ja, schlecht gespielter Laufpass meiner Meinung nach von Verratti, den kann man, denke ich, anders spielen, dann kommt er auch. Jetzt ist es aber hier gerade scheiße, muss ich zugeben. Der macht so viele Fehler und ich schaff's einfach nicht, die auszunutzen und mach selber halt blöde Fehler, die nicht kommen dürfen. Komm schon, spiel einfach gut weiter. Konzentrier dich. Man hat hier Probleme, Ribéry zu verteidigen, habe ich das Gefühl. Flanken sind so sinnlos. Aus gleicher Situation, da ist es halt besser, eine Flanke zu schlagen als. Als einfach stumpfsinnig durchzurennen. Schieß doch! Verdammt nochmal. Auch jemand, aber auch ein gutes Spiel. Oh, schöner Schuss für Lacazette. Schade. Aber da ist er so gut mitgelaufen bei meinen Einspielstationen, da dachte ich, hat Lacazette halt genügend Platz. Weil hat man eigentlich schon. Also.
Das meiner Meinung nach auch ein Foul gewesen ist, einer, deswegen kam es da nicht. Aber ich glaube, wir machen das gerade ganz gut im Strafraum, oder der Gegner verteidigt nicht gut, eins von beiden, aber wir machen das ganz gut, es gefällt mir eigentlich. Okay, erste Halbzeit 1-0, verdient, würde ich auch sagen. Gegner hat kein einziges Mal geschossen, wir hatten ein paar gute Chancen. Und es war natürlich ein unglaubliches Tor von Lacazette, das muss man auch sagen. Aber ich habe gesagt, Zaubertore, das macht er ganz gern. Schöner Pass. Zu weit. Nee, aber ich konnte dann einfach nur noch irgendwie flanken. Ja! Das war natürlich ein Lackertor, aber scheißegal, Hauptsache ein Tor. Oh, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Und das schaffen wir fast nie. Wenn der Ball dort beim Torhüter liegt, schafft fast immer der Torhüter, den dann aufzunehmen. Und hier schaffen wir es echt nochmal mit Lacazette an den Ball zu kommen und schießen ihn dann doch rein. Sehr geil, sehr, sehr geil. 2-0. Oh, und da wird sich der Gegner auf Garantie auch aufregen. Das erste Tor war halt gestört und das zweite war Glück. Also das erste war auch irgendwie Halbglück so, ich weiß auch nicht so richtig. Ich tue mich schwer beim ersten von einem Lackertor zu sprechen, aber ich glaube, wenn der Gegner das Tor macht, dann sage ich dazu, das ist ein Lackertor. Sehr schön von Verratti, Fekir bleibt dran. Hä? Brechen die Gegner jetzt alle freiwillig ab? Oder das ist doch, die brechen doch nicht in dem Moment ab. Ich weiß halt nicht, ob die das am PC, na gut, ich meine, am PC ist es halt relativ einfach abzubrechen. Man muss nur auf den Desktop gehen und dann wird das Spiel abgebrochen. Es kann schon sein, dass die Gegner das so abbrechen. Also anders kann ich mir nichts erklären. Wenn nicht, ist es für die Gegner ja positiv, weil die zwei Gegner, die gerade eben hinten lagen, die bekommen jetzt keine Niederlage, die dürfen nochmal spielen. Und ich bekomme halt meine Siege, ohne dass ich zu Ende spielen muss. Das ist auch nicht schlimm. Player und Fekir, ja, Fekir ist echt, boah. Fekir ist richtig geil. Okay. Da haben wir ja fast noch Zeit, ein drittes Spiel in der Aufnahme zu machen, wenn es so weitergeht hier. Ist halt die Frage, will ich jetzt noch ein drittes machen? Will ich noch ein drittes machen? Will ich noch ein drittes machen? Oder nicht? Weil da können wir ja fast nochmal mit der Liga A spielen, sehe ich gerade. Wobei es halt schon schlau ist, mit voller Fitness Bundesliga zu spielen, ne? Naja, ich bekomme auch ein bisschen Hunger. Ich will jetzt nicht wieder mein gutes Spiel damit kaputt machen, dass ich jetzt hier noch ein drittes reinbaue. Nö, da ist halt eine etwas kürzere Folge, haben ja trotzdem zwei Spiele gespielt und gewonnen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten einen Daumen nach oben, damit wir euch loben, euer Paxis. Und beim nächsten Mal geht es dann wieder mit Bundesliga weiter. Und wenn alles gut geht, zwei Spiele Bundesliga. In diesem Sinne, tschö, tschö.